So, wir kommen zum nächsten Kampf. Marko Ancic aus Kroatien, ATT Zagreb. 19 Jahre jung, 1,73 groß. Und er kämpft gegen Deni Abdullaev. 23 Jahre jung, vom Gym 23, also ja, Heimvorteil sozusagen. Mhm. Kämpft wahrscheinlich dort, wo er sonst auch immer trainiert. Ja, ja. Da sehen wir noch mal, hier, ja, ja, genau, ewig. Gewicht gleich. Deni Abdullaev ein bisschen größer, auch natürlich dadurch größere Reichweite. So, erster Kämpfer mal im Cage. Jetzt sind beide drin. Ja, Deni Abdullaev in der blauen Ecke, Marko Ancic. Rote Ecke. Ja, Deni Abdullaev auch ordentlich auftrainiert. Also das sieht man auch gleich. Yep. Okay. Aber auch wichtig natürlich, die konditionellen Faktoren spielen immer, auch immer eine immer ganz, ganz wichtige Rolle. Wir haben es bei einigen Kämpfen gesehen, wenn man ja zu schnell startet, dann ja, kann das genauso schnell wieder vorbei sein mit der Energie. Konditionierung, aber auch Einteilung natürlich. Ja. Okay. Und ein schöner Double Leg als Konter. Er müsste jetzt die Hüfte ein bisschen nach links rausziehen, dann könnte er den. Ja. Ja, macht er gut. Macht er sehr gut. Deni ist sehr geduldig. Er bleibt auf seiner rechten Hand. Er versucht wieder aufzustehen. Rücken gegen den Käfig zu pressen. Er öffnet seine Hüfte. Sich langsam hocharbeiten. Ja, rutscht langsam raus. Nur Ancic hat seine Hände verbunden. Das heißt, es macht es ein bisschen leichter, ihm wieder die Hüfte zurückzuziehen, wie jetzt gerade, genau. Er jagt den Rücken. Ja, jetzt möchte er nach hinten drauf gehen. Kopf ist rausgepoppt hinten. Aber Abdullaev schafft es, sich wieder auszurichten. Ja, nutzt auch wieder den Käfig natürlich. Ja, jetzt ist er in besserer Position zu kontern. Er behält diesen Overhook auf der linken Seite. Ja, Ancic versucht auch viel aus der Hüfte zu arbeiten. Ja, er hat doch immer verbundene Hände, was sehr gut ist hier. Das macht es unmöglich zu schlagen, aber es gibt ihm mehr Kontrolle über die Hüfte, wie man hier gerade sieht. Und Abdullaev bleibt sehr ruhig, er drückt den Rücken in den Käfig, er steht langsam wieder auf. Na, und da sind wir dann wieder bei dieser, wie viel Kraft kostet das einen? Ja. Natürlich für Ancic viel Kraft, wenn er da immer die Hände verbunden hat. Ja. Muss immer die Spannung wieder halten. Wenn er die Hüfte zum Boden ziehen muss, ja. Das kann natürlich. Ja, aber jetzt macht das gut. Jetzt macht er Fortschritte. Er hat eine Schulter zum Boden gebracht, was es schon ein bisschen zwingender macht. Er ist an den Beinen vorbei, in einer Side Control. Und er ist schon in Position, um zu schlagen. Ja, jetzt noch ruhig bleiben wäre jetzt wichtig. Ruhig bleiben. Situation ausbauen. Ja, da gut, hat er jetzt ein eine gute Gelegenheit, um zu schlagen. Oh, ja, da geht auf den Lock. Ja, schnell, aber auch gut gesehen. Das war gerade von Abdullaev. Schön getimed, aber leider ein bisschen zu weit weg für den Finish. Jetzt haben wir Ancic in der unteren Position. Er spielt eine Butterfly Guard, wo beide Füße innerhalb der Hüfte sind. Im Gegensatz zu einer Close Guard, wo beide Beine außen um die Hüfte herum geschlossen sind. Verbindet seine Hände für Double Underhooks. Das wäre eine exzellente Position, um den anderen zu heben, über den Kopf drüber zu bringen. Er sucht so eine Art Sweep auf die linke Seite, wo das Knie des Gegners wegdrückt. Aber entscheidet sich wieder um. Benutzt die Double Underhooks, um aufzustehen. Kämpft sich zurück auf die Beine. Gut gemacht. So, Karten neu gemischt. Beide stehen wieder. Und wieder ein Double. Ja, selbe Situation. Das zweite Bein, aber. Ah, nein, noch keine Triangle hier. Ja. Kontrolle über den Fuß. Er schlägt sich hier durch. Ja. Das war das Rundenende. Ja, wäre gute Situation gewesen. Das war vielleicht ungünstig vom Zeitpunkt her für Marko Ancic. War es, ja. Wer weiß, wie viele Treffer da noch gekommen wären. Aber soweit so gut. Relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Beide haben gute Chancen gehabt, gute Momente. Vielleicht ein bisschen besser für Ancic. Ich denke auch, ja. Er war definitiv offensiv, er hat die Takedowns bekommen. Er hat diesen Armbar schnell reingesprungen. Sieht man auch schön, dass
Wir sagen Judo-Ohr dazu, natürlich kann man auch Judo-Ohr. Blumenkohl-Ohr dazu sagen. Ja. Das haben wir es allgemeiner. Ja, Grappling-Ohren, Ringer-Ohren, genau. Viele Namen dafür. Das stimmt. Aber wir beide, naja, du nicht ganz, ich verschont geblieben. Das Geheimnis ist, man muss mit der Nadel punktieren, das Ohr, wenn es mal anschwillt. Wenn es mal anschwillt. Wir haben es gemacht auf beiden Ohren. Ich wollte gerade sagen, wenn es dann verfestigt ist, dann ist egal. Dann gibt es noch eine schöne OP, ist die einzige Chance. Egal, die brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So, zweite Runde. Zweite Runde. War auch schon eine sehr, sehr spannende Runde, erste spannende Runde. Ja, und wahrscheinlich Ancic wird es wieder ähnlich angehen. Wird wieder versuchen, diesen Takedown gleich zu suchen. Das hat sich bewährt für ihn. Ja, und wirkt ein bisschen so auf mich, als Deni Abdullahi wird mehr versuchen, das im Stand vielleicht ein bisschen ein paar Treffer zu landen. Ja. Abdullahi versucht, den Käfig abzuschneiden. Ancic in die Ecke zu drängen. Ich denke, Ancic wartet auf einen Konter auf die Beine, so wie jetzt gerade, genau. Ja. Schönes Timing. Schöner Turn. Und er ist direkt in der Side Control. Exzellente Position. Um zu schlagen. Hat doch, glaube ich, jetzt seine Hände verbunden. Absolut. Und jetzt ist er oben, genau. Exzellente Position, um Schaden anzurichten. Hochpostern, starke Schläge herunter regnen lassen. Hier merkt man ein bisschen mehr einen Shiu-Jitsu-Ansatz. Er rutscht in eine hohe Mount. Hat er auch schon den Armlock versucht zu begehen? Es schaut so aus, als würde er wieder einen Armlock suchen unter den Rücken. Oder ein Katakatame, einen Armtriangel. Der schaut schon relativ tight aus. Wenn er seinen Kopf noch ein bisschen tiefer bekommt, hat er eine Chance, ihn zu finishen. Müsste, aber das ist sehr, sehr unangenehm. Vor allem über den Kopf hat man natürlich auch. Was die Frage ist, wie eng der rechte Arm ist. Ah, eng genug. Eng genug. Ja. Wunderschön. Ähnliche Situation gibt es beim Judo auch natürlich. Du rutschst dann auf der Seite vorbei, schiebst dem Gegner einfach nur die Hand ins Gesicht. Ja. Und das ist einfach Druck, der da aufgebaut wird am Kopf. Du wirkst ihn mit seinem eigenen Schulterplatz oder mit seiner eigenen Schulter im Prinzip. Und vor allem, man verliert auch völlig die Orientierung. Ja. Sobald der Kopf wirklich fixiert ist, hat man diese Orientierung einfach nicht mehr. Es kommt kein Blut mehr ins Gehirn. Man verliert und alles. Das ist natürlich das Größte. Sobald kein Blut mehr ins Gehirn kommt, dann ist das andere ziemlich egal. Ja, sehr stark gemacht. Unglaublich starke Bodenarbeit. Konzept durchgezogen. Also wir sehen heute, wenn man wirklich konstant bleibt und merkt zu Beginn, es funktioniert so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann dabei bleiben, stick to it. Eiskalt den Gameplan durchziehen. Und das hat er gemacht. Ja. Hochverdient. Ja, und auch ist schon der 9. Kampf vorzeitig beendet. Viel bleibt uns ja nicht mehr. Zwei Kämpfe kommen danach noch. Ja, und ich würde sagen, wir gehen wieder rein in den Cage und hören uns die Interviews an. Congratulations to a dominant performance. Take your time, no problem. I think it was pretty obvious that you are a grappler, but for those who don't know, Marco also won a very prestigious grappling tournament, AGP, if I'm correct. UWW Nagas, high BJJF tournaments. I wrestle also. I'm national wrestling champion and now MMA fighter. So your opponents have to work on their wrestling and their grappling? Yeah, definitely. This is second tournament in 1 month. So 3 months before I did FNC in Croatia, Fight Nation Championship tournament, and I won 3 fights. By submission. So this is fourth fight this month and 4-0 score. Undefeated for now. The arm triangle looked really tight. Is that your go-to submission or do you have something else? Yeah, that's one of my go-to submissions and my favorite submission. This is your favorite submission? With rear naked choke. Yeah, the tightest submission. You also showed some nice strikes. We heard some pretty hard slaps.
Is striking something that you want to work on, or do you focus mainly on your grappling? Yeah, now, of course, I'm still working on my grappling and wrestling for MMA, but striking, like, it's my goal to upgrade my striking, and the goal is for 2 years to be very, very good in the stand-up. Many of guys told me after the last tournament that I was so bad in stand-up, but now I showed some more stand-up, and yeah, I can fight in stand-up. Congratulations, my friends. That was a very dominant performance. Macht mal ein bisschen mehr Applaus für unseren Gewinner. I just want to thank to some people, like, I want to thank to my family, my mom and my dad. Also, I want to thank to my friends from my hometown Split, and to my coaches from Split in Zagreb. Also, thank you ATT Zagreb, thank you coaches, thank you Infinity BJJ Split and my teammates. I love you all, and on to the next one. Marko Andžić!